Was geht, liebe Shisha-Freunde und Shisha-Abonnenten? Lange haben wir uns nicht mehr gesehen, lange haben wir uns nicht mehr gemeldet, beziehungsweise heute bin ich alleine. Ja, in den letzten Wochen hatten Kilian und ich viel zu tun, deswegen mussten wir das leider ein bisschen schleifen lassen. Dafür entschuldigen wir uns schon mal, beziehungsweise ich erstmal auch in seinen Namen natürlich. Ja, Kilian ist krank, mal wieder, also das geht richtig rum, die Grippe hier momentan. Er hat mir korrekterweise natürlich seine Location, sage ich mal in Anführungszeichen, seinen Keller hier zur Verfügung gestellt, dass ich hier noch weiter drehen kann, die Folge, damit diese Woche auf jeden Fall ein Tabak-Review wie immer stattfindet. Und zwar haben wir heute den Genie Tobacco Grapefruit Wave, ja. Schnittbild, Produktbild blende ich euch jetzt ein. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier schon im Kaminkopf angeraucht und werd euch dann mal sagen, wie das Ganze schmeckt. Rauchen tut das Ganze, wie ihr seht. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet, aber ich habe den Tabak schon geraucht und ich schmecke ihn aber auch auf jeden Fall noch. Was ich dazu sagen kann, ja, ist eine richtig schöne Grapefruit. Also wenn ihr dran riecht, auf jeden Fall an der Tabakdose, dann erinnert das sogar auch ein bisschen an diese Zitronenbrausen, ja, wenn ihr die kennt. Und vom Geschmack her geht es aber, also das ist halt schon eine Grapefruit auf jeden Fall. Ist schon süß, ja. Aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Man hat halt trotzdem noch diese, ich sag mal, Grapefruit-Note. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Es beißt sich so ein bisschen. Es ist so ein bisschen sauer, ja. So wie man es vielleicht von der Grapefruit kennt. Und dann halt auch diese Süße, die da drin ist. Ja, also. Sehr vollmundig vom Geschmack auf jeden Fall. Richtig geil. Ich gebe auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Das ist mittlerweile schon der dritte Genie Tobacco, den wir jetzt rauchen, beziehungsweise, ich muss kurz überlegen. Ja doch, der dritte Genie Tobacco. Und bis jetzt hat mich davon wirklich nicht eine Dose enttäuscht. Deswegen kann ich jetzt schon bereits eine Kaufempfehlung geben und werde das natürlich auch machen. Ja, das heutige Video wird wahrscheinlich dann auch erstmal jetzt soweit auch so gut wie zu Ende sein. Was soll ich sagen, also Genie Tobacco kostet ein wenig mehr, aber ich muss sagen, vom Produktdesign gefällt mir das Ganze sehr gut, ja, die Dose. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe an der Dose ist, ja, ist ein bisschen schwer aufzubekommen, da muss man sich rantasten. Manchmal klebt das Ganze, dann ist das echt scheiße aufzukriegen, aber ansonsten, wenn man den Dreh raus hat, dann kommt die Dose auch auf, also gar kein Problem mehr. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die Sorten, die sie da am Start haben, die sind richtig lecker. Ist alles echt gut gemacht auf jeden Fall. Und gebe ich eine Kaufempfehlung raus. Ja, wie gesagt, von meiner Seite aus war es das erstmal. Legt euch den Tabak zu, wenn ihr auf Grapefruit steht. Ach ja, genau, übrigens, ich hatte auch schon mal den Alfaja Grapefruit, den habe ich auch schon mal geraucht. Also kann ich da sogar auch einen Vergleich ziehen. Ich finde, die geben sich beide nichts. Es gibt Leute, die schwören natürlich auf den Alfaja. Aber ich muss sagen, ich finde den Genies auch gut. Wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, Alfaja sogar teurer, also zumindest der deutsche. Wie das mit dem ausländischen aussieht, je nachdem, wie ihr das Ganze bezieht mit dem Preis. Ja, also daher, von daher gesehen, also, aber ansonsten, wie gesagt, ihr könnt euch den Genies auf jeden Fall zulegen, wenn ihr Grapefruit rauchen wollt. Oder halt so eine Mischung, so, ne, wie gesagt, süß, ein wenig sauer und ist echt geil auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Video. Ich hoffe natürlich wieder nächste Woche und dann natürlich auch mit Kilian. In diesem Sinne, wie immer, guten Rauch. Haut rein, Leute. Also will mich einfach verarschen, Alter. Was ist die denn so fucking undicht? Ich hab mein Sofa undicht.